So, wunderschön, oder? Die Straße der Götter. Gefällt mir, sehr gut. Ach, nee. Okay, Fisch soll ich liefern. Dann gebe ich jetzt erstmal keinen Fisch raus. Fisch, Fisch, Fisch. Frisch auf dem Tisch. Nichts rausgeben, bitte. Die Marktfrauen haben sich da sowieso wieder gesichert. Und wir haben tatsächlich schon wieder kaum noch Granatäpfel. Zumindest nicht in den ersten beiden Silos. Ist natürlich doof, aber ich liefere diese hier schon mal. Und der Fisch muss noch raus. Aber da sagt er uns ja Bescheid, wenn wir genug haben. Und da ist die Überschwemmung wieder ordentlich, sodass wir wieder genügend Essen haben. Ach ja, warte mal. Ach, wurde schon geliefert. Gut, dann nicht mehr handeln. Nee, Henna brauche ich noch. Schmuck nicht mehr importieren. Und erstmal Schmuck. Brauchen wir 1000. Oh, das ist gut. Kann ich das hier noch ein bisschen höher stellen? Bis zur Hälfte. Wagen nicht mehr. Und dann kann das auch bis zur Hälfte, die Waffen. Jo. So, dann können wir den Schmuck wenigstens entgegennehmen. Und schon mal ins Grab packen. So, ist auch raus. Nur noch Papyrus. Oh mein Gott. Dann haben wir das schon hinter uns. Waffen sind auch schon durch? Ernsthaft? Ja. Gut, dann brauche ich Waffen nämlich auch nicht mehr importieren. Und dann geht es nur noch um Papyrus. Importieren bis zu 1200. Oh, machen wir 1600. Und Schmuck könnten wir für unsere Bevölkerung auch noch importieren. Ja, wäre möglich, aber müsste ich jetzt nicht unbedingt. Nicht im Moment. Okay, wir können jetzt eine Handelsroute nach wohin machen. Wie weit ist das Teil hier? Oh, wird immer weiter fertig gemacht, wird gerade angemalt. Sehr schön. Buhen. Abu? Nee, Buhen ist hier unten. Verkauft Schmuck, kauft Feigen, Töpferwaren und Leinen. Oh mein Gott, endlich jemand, der Töpferwaren kauft. Alle Töpferwaren über 1200 bitte verkaufen. Das sind 3 Stacks voll, die reichen. Der Rest geht raus. Das bisschen, was wir an Lampen produzieren, ist ja lächerlich. So, Schmuck haben wir angenommen. Und Schmuck könnten wir bald an unsere Bevölkerung rausgeben. Jetzt bauen wir erstmal gleich ein Gericht. Wie sieht es mit den Arbeitslosen aus? Nicht ganz so gut. Also kümmern wir uns erst einmal um einen Kulturkreis. Soweit man es denn einen Kreis nennen kann. Aber man sagt ja auch, das ist eine schöne Runde, ne? Obwohl die nicht rund sind, die Leute. So. Okay, der war doof. Wir brauchen das Teil und dieses. Gerne auch noch eine große Bühne gleich. Kommt hier noch mit hin, dann haben wir noch ein paar mehr Tänzerinnen. Dann kommen die ganzen Jongleure, Musikanten und Tänzerinnen sowie noch ein paar Tempelis. Und jede Menge Feuerwachis. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So,
Kostet jede Menge Arbeitskräfte. Wir brauchen noch eine weitere Person. Das heißt, ich kann jetzt endlich auch ein Gericht mit hinstellen und mir keine Sorgen machen, dass die alle dann auch sofort wieder eine hohe Arbeitslosenquote bilden. Das ist okay. Ich brauche ein neues Dock. Sowie natürlich eine weitere Feuerwache. Einem Architektenbüro. Ich hoffe, hier ist auch noch alles in Ordnung. Hier oben stand auch was, ne? Ja. Alles ist soweit gut. Dann kommen jetzt noch Plätze hier mit hin. Wir haben die 3000er Marke erreicht. Sehr schön. Wundert mich nicht, wir sind ja auch gut und eine tolle Stadt, in der jeder wohnen möchte. So. Bei den Wertungen geht es immer weiter nach oben. Die einzige Sache, die wir noch mit reingeben müssen, ist Papyrus und das muss erstmal geliefert werden. Deswegen sind unsere Händler hier unterwegs und kümmern sich darum. Während die mit dem Fisch schon wieder nicht rüberkommen, weil... Fisch voll ist, gut. Ja, wenn Fisch voll ist, muss ich definitiv noch ein weiteres Silo bauen für Fisch. Wir haben auch die 3000 Leute schon, sodass wir das nicht mehr irgendwie steuern müssen. Das ist super. Feuerwache, Architektenbüro. Wie sieht es denn nur aus mit Papyrus? Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht beliefert wird. Wahrscheinlich liefern die alle so viel anderes, dass sie gar nicht daran denken, Papyrus zu liefern. Habe ich das jetzt überhaupt eingekauft? Import bis zu 1600. Wer liefert mir das? Tinis nicht, Edithaui nicht, Menefer. Menefer, okay, ja, die haben sehr viel. Die haben Waffen, Wagen und Getreide, aber trotzdem, eigentlich, die nehmen so viel mit und müssten denn ja auch noch das da lassen. Ist das eine Seeroute? Ja. Na gut, wir haben jetzt zwei Docks, das müsste eigentlich funktionieren. Vielleicht waren die schon mal da dieses Jahr. Ja, natürlich waren sie da. Immerhin haben sie ja schon 600 eingekauft. Oder die mögen uns nicht. Und wollen uns gar keinen Papyrus geben. Das ist nur Fake. Ein Fake-Angebot, damit wir eine Handelsroute anschließen. Ich hab's gewusst. Die belügen mich hier. Oder ich habe hier irgendwas nicht ordentlich eingestellt. Papyrus nicht annehmen. Ja, das habe ich mir nämlich so gedacht. Ja, dann muss ich mich auch nicht wundern. Ja, ja. Immer schön alles hinterfragen und gucken. Das habe ich bei all den Kommentaren gelernt. Und ich weiß nicht, ob ich in letzter Zeit dann doch ein bisschen härter rüberkam gegenüber den Kommentaren, die so geflossen sind und die mit reingebracht wurden. Das sollte gar nicht so sein. Ich habe mich sehr gefreut, wirklich riesig gefreut, dass ich mit meiner, ich sag mal, stumpfen Art, mit denen ich hier immer alles vorsichtig nach und nach entwickelt habe und nicht gleich bis zum Ende tatsächlich so weit gekommen bin, dass wir die komplette Hauptmission abgeschlossen haben und jetzt natürlich auch im Tal der Könige ganz gut vorankommen. Und die Freude darüber, die ist wahrscheinlich so in Arroganz umgeschwungen oder hat sich dann so angehört, das tat mir echt leid, als das dann geschrieben wurde in die Kommentare. Ups, dachte ich, nein, so war das gar nicht gemeint. Das war definitiv nicht meine Absicht, deswegen nehmt euch das bitte nicht zu Herzen, wenn es so rüberkam. Und ich habe auch gelernt, ein bisschen ruhiger darauf zu reagieren, wenn man nicht gleich alle Waren geliefert werden. Es muss ja einen Grund haben, nicht? Und in diesem Fall habe ich ja den Fehler bei mir selber gesehen. So, eine Bibliothek hier, eine Bibliothek da. Schreiberschulen brauchen wir dann sowieso zusätzlich noch. Zahnärzte haben wir, Einbalsamierungshäuser haben wir noch nicht. Bauen wir erstmal zwei Stück. Manche haben schon zwei Waren. Achso, ich gebe den Fisch gar nicht mehr raus, ne? Deswegen wird der auch nicht mehr ordentlich eingelagert. Jetzt verstehe ich. So, schon laufen die Mädels los. Und holen erstmal Fisch für die komplette Bevölkerung. Ja, es sind ja auch vier Marktplätze, die jetzt alle hier versorgen. Von daher geht es auch relativ fix, dass die dann mit Fisch eingedeckt werden. Und unsere Fischereien, unsere Kais können dann dementsprechend auch wieder ordentlich Fisch mit ranbringen. Ah.
Ich habe gesehen, irgendjemand verkauft uns auch Feigen. Ich hoffe, es sind mehrere Städte, sodass wir dann auch genügend davon bekommen. Was ist das denn hier? Das ist jetzt eine Luxusresidenz. Aber damit haben wir doch das andere noch nicht. Heuschrecken, den Ertrag unserer Felder in der nächsten Saison werden sie auch uns erreichen. Heuschrecken kenne ich jetzt noch nicht als Plage, aber sehr interessant. Liegt das an den Göttern? Nö, alle sind angetan, wohlwollend, alles ist gut. Okay, nicht schön. Aufseher der Politik, Militär, Gesundheit, Wissen, Unterhaltung, Tempel. Was wollte ich denn jetzt gucken? Wertungen. 12 geräumige Villen sollen es sein. Okay, die sollen also einmal wachsen, so viel ist sicher. Jetzt werden sie erstmal eine zweite Nahrungsmittelart bekommen, das ist schon mal ganz gut. Und ich werde noch weitere Fischereihäfen benötigen, denn die müssen ja alle irgendwie versorgt werden. Und das schaffen wir mit ein paar Fischerhäfen nicht. Das wird nichts. Ich hoffe, ich habe noch genügend Arbeitslose, um das umzusetzen. So, viel Spaß. 3 weitere. Macht sich gut. Und da sind sie. Om nom nom. Ah, hat's geschmeckt, ja? Sehr schön. Freut mich. Ihr fiesen, miesen, hässlichen Heuschrecken hier. Ja, das war dann die Ernte für dieses Jahr. Na gut, aber das Grab ist fast fertig. Juhu! Getreide. Dass sie von der Stadt Menefer 1600 Getreide geschenkt bekommen. Wo wurde denn das reingepackt? Ach, da. Ah, okay, weil die Getreide annehmen. Ja, ich verstehe. Das ist lieb, Menefer. Allerdings macht ihr uns damit süchtig nach etwas, was ich sowieso nicht liefern kann. Ihr könntet uns 4000 Getreide verkaufen, genauso wie dich, Taui. Oh, das ist gut. Ich glaube, das machen wir. Dann nehmen wir doch... Warte mal, erstmal reiße ich die Lagerhäuser ab, die brauche ich nicht mehr. Nur Getreide annehmen. Nur Getreide annehmen. Nur Getreide annehmen. Handel. Und dann werden wir einfach Getreide importieren bis zu 10.000. So. Immer her damit. Wenn sowieso 2 Städte das Ganze liefern, dann ist das ja super. Auch ausgerechnet jetzt kommen Sandstürme. Wollt ihr mich eigentlich veralbern? Das macht ihr doch mittlerweile mit purer Absicht, oder was? Zumindest was die Kultur- und Wohlstandswertung angeht, sind wir schon gut dabei. Uns fehlt im Prinzip nur noch das fertige Grabmal. Wir haben sogar jetzt alle anderen Sachen mit beigelegt. Das ist gut. Liefern alles, was wir liefern können. Und die Königreichwertung muss auch noch steigen. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein Geschenk schicken. Und zwar üppige afrikanische Elfenbeinteile. Dann sind wir wenigstens schon mal bei 60 von 100 Punkten. Wir könnten auch Reh noch ein bisschen ehren. Heißt, wir feiern jetzt noch ein Fest für den guten Reh. Vielleicht wird da unsere Wertung dann auch nochmal weiter nach oben kloppen, sodass wir dann auch nahe der 100 sind. Dann brauchen wir uns darum auch keine Gedanken mehr zu machen. Und dann geht es wirklich nur noch um die Residenzen, die entwickelt werden müssen. Und wir müssen mal gucken, was die überhaupt haben wollen, um dementsprechend sich zu entwickeln. Okay, wir können für Exportprodukte mehr Gewinn erzielen. Das ist aber schön. Ihr würdet euch entwickeln, wenn ihr mehr Platz hättet. Stimmt das denn? Du willst mehr Attraktivität. Du hast mehr Attraktivität und du willst eine weitere Art von Nahrungsmitteln haben. Ja gut, das sieht im Moment schlecht aus, weil hier nämlich nach und nach die Leute nur mit allem gefüttert werden. Fisch? Hat eigentlich irgendjemand Fisch hier bekommen? Wir hatten 2... Unbedenklichkeitsbescheinigung. Danke. Wir hatten 2 Silos voller Fisch, die verteilt wurden. Die können doch jetzt nicht schon alle sein. Geht doch gar nicht. Na gut, warten wir es ab. Handel. Bitte auch Schmuck wieder importieren. Bis zu, mach mal 1600.
Achso, sonst noch irgendwas? Nö. Ist alles zu 1600 mit eingestellt. Dann bauen wir jetzt trotzdem noch Schreiberschulen. Ah, sehr schön. Die große Grabkammer ist schon mal fertig. Das Teil ist jetzt soweit durch. Da brauchen wir also nichts mehr machen. Und wenn uns Leute fehlen, werden wir natürlich noch ein bisschen was abreißen können. Im Moment ist das noch soweit in Ordnung. Das läuft. Wohlstand ist mittlerweile bei 81, Kultur bei 70, Monument bei 25 und die Königreichwertung ist das Einzige, was uns noch fehlt. Das heißt, wir werden demnächst noch ein paar Geschenke verschicken und dann sind wir soweit eigentlich am Ende. Dann haben wir es schon geschafft für diese Mission. Ich meine, sicherlich, die müssen sich alle noch entwickeln. Es würde dann auch weitergehen, wenn die endlich mal weitere Nahrungsmittel und sowas erhalten. Aber im Moment sind die Mangelware. Und die Märkte kümmern sich natürlich so gut sie können darum, alle drei Nahrungsmittel an die Leute mit ranzubringen. Ist aber gar nicht so einfach. Das sind alles Luxusresidenzen. Die haben hier teilweise auch schon Schmuck bekommen. Das freut mich sehr. Ihr seid eine Luxusresidenz. Naja, du bist noch eine. Auch eine Luxusresidenz. Das sind alles Luxusresidenzen. Wenn ich dich abreiße, entwickeln die sich. Gewöhnliche Villa. Die wollen aber eine geräumige Villa haben. Luxusvilla. Zählt das schon? Elegante Villa. Die Frage ist ernst gemeint. Ja, zählt schon. Gewöhnliche. Ich meine, die gehen nicht mehr arbeiten, ne? Wir haben nur noch 37 Arbeitskräfte. Mir soll es egal sein. Ich reiß noch ein paar Häuser ab, dann haben wir es geschafft. Aber wir liefern erstmal Bier. Nee, darum geht es mir jetzt nicht. Mir geht es darum, dass wir erst die Königreichwertung noch erreichen müssen. Was ist denn jetzt mit Rehe? Hat er uns schon irgendwas Gutes getan? Ich glaube nur die Exportpreise, ne? Nee. Da gehen die nur kaputt. Ich brauche mal hier drüben erstmal ein Lagerhaus für Waffen. Was soll hier rein? Gerste. Haben wir nicht. Ist kaputt. Ist aus. Wir haben nicht mal ordentlich Granatäpfel. Es sieht ja furchtbar aus bei uns. Was durchaus durch die Heuschreckenplage zustande kommt. So, nichts annehmen außer Waffen. Falls die uns nochmal Wagen schenken wollen, auch gerne Wagen. Geräumige Villa, da ist sie ja. Wieder 12 Monate Export. Will ich nicht. Kapierst du das nicht? Da ist er schon wieder gleichgültig. Ach ja, die brauchen ja Höheanbindung zur Straße. Oh, ich bin so doof. Ah ja, ist okay. Reh kriegt Schreine. Mache ich jetzt aber auch Osiris noch ein paar Schreine mit hin. Und auch da. Okay. Wir sind bei 63, das ist nichts. Wir schicken ein Geschenk. 73, wir sollen 80 erreichen. Kommt! Reh, komm, noch eine einzige Segnung. Das wirst du doch wohl hinkriegen. Wir feiern auch mal ein gewaltiges Fest. Ich bin auch gespannt, ob das anders aussieht, wenn man das feiert. Das werden wir gleich herausfinden. Nö, nicht wirklich. Okay, es hätte ja sein können. Gewaltiges Fest findet statt. Wir haben sehr viel Bier ausgegeben für nichts und wieder nichts. Das schöne Bier, das wir hätten in Geld verwandeln können, auch wenn wir genug haben. Du machst echt Segnungen. Segnungen, die sind für den Hintern, ehrlich. Ich brauche die Königreichwertung. Aber ich brauche kein Geld mehr. So, 82, sehr schön. Wir haben genügend Leute. Speichern jetzt, reißen Häuser ab und dann sind wir durch.
Wegen Lags, genau. Wir speichern wegen Lags. 1, 2, 3. Ja, jetzt werden zwar Arbeitskräfte benötigt, aber das ist mir sowas von Wurst. Gewonnen. Ausgezeichnete Arbeit. Sie haben es geschafft, wie befohlen, die königlichen Gräber im Tal zu bewachen und das neue Grab zu vollenden. Pharao Seti ist mit der ausgezeichneten Kunstfertigkeit ihrer Arbeit sehr zufrieden. So sind wir und wir haben sogar 100 Punkte in Wohlstand erreicht, 70 von 100 in Kultur, 82 in der Königreichwertung. Gut, was da nicht mit reinzählt, ist jetzt die Monumentwertung, aber wir sollten ja auch bloß die königliche Grabkammer bauen und die Grabbeigaben mit beilegen. 14 geräumige Villen haben wir gebaut, statt, ich glaube, geforderte 12 und 3281 statt 3000 Leute haben wir mit dabei. Ja, wir sind durch, wir haben es tatsächlich geschafft. Das Tal der Könige ist damit abgeschlossen und da brauchen wir nicht mehr rein. Das erste von vielen Erweiterungen ist, oder die erste von vielen Erweiterungen ist durch. Sumur ist die nächste bei Ramses II. Das könnte auch noch interessant werden. Ramses II. Ist der dritte Herrscher einer Dynastie, mit seinem Großvater Ramses I. begann. Ramses I. war Wesir aus einfachen Verhältnissen und bestieg den Thron, der nach dem ohne Erben verstorbenen Pharao Heramhab verwaist war. Sie müssen militärische Triumphe erringen und imposante Monumente bauen, um ihren Untertanen ihren Gottstatus zu beweisen, ihre Feinde vor Furcht erzittern zu lassen und dafür zu sorgen, dass der Name Ramses und der Ruhm Ägyptens nicht in Vergessenheit geraten. Okay, das bedeutet große Monumente, sehr viele Feinde. Das wird sozusagen eine Mischung sein aus kriegerische und wirtschaftliche Mission. Im Prinzip alles, was man in Pharao gelernt hat, muss hier angewendet werden. Nicht umsonst sollen wir eine Königreichwertung von 90 erreichen, gleich mit der ersten Mission dann auch 40 Wohlstand und 35 Kultur, was ja nix ist. Und wir haben ja hier auch einen weiteren kleinen Obelisken, das ist ja auch schnell gebaut und 3000 Leute haben wir auch schnell. Vielen lieben Dank fürs Ansehen, ich freue mich schon auf Ramses II. Und ich freue mich auf euch im nächsten Part. Bis gleich! Ich komme nur from the outer space, um euch zu sagen, dass ihr ein Abo und ein Like da lassen musst. Wenn ihr nicht macht, ich muss wieder weggebeamt werden.